Verbindung zwischen den Welten. Bitte, Liefer, wir brauchen so viele Krieger wie möglich. Aber wenn ich mich so richtig mit den anderen Rassen anlegen muss... Tut mir leid, Sakuya, aber dieses Mal bin ich raus. Verstehe, ich kann dich nicht zwingen, aber sag mir Bescheid, falls du es dir anders überlegst. Hey, Liefer, warum so ein langes Gesicht? Oh, Kirito, Sakuya hat mich gerade darum gebeten, am Event teilzunehmen. Ah, das aktuelle Event? Es ist ein Kampf gegen andere Rassen, oder? Was ist das für ein Event? Was? Du weißt davon noch nichts? Das hat doch für einen großen Aufruhr gesorgt. Ja. Naja, ich bin nicht so an Events interessiert, in denen Rassen gegen Rassen kämpfen. Mann, oh Mann. Also im Grunde ist es das Event ein Kampf zwischen den Rassen. Wenn man die Teilnehmer anderer Rassen besiegt, erhält man Orb genannten Gegenstand. Im Prinzip muss man diese Orb sammeln. Je mehr Orbs, desto besser ist die Belohnung. Zudem gibt es auch noch einen Wettbewerb zwischen den Rassen um die Gesamtanzahl der gesammelten Orbs. So. Man kann zudem bei verknüpften Quests und bei der Sicherung des Stützpunktes Boni erhalten. Den größten Bonus erhält man, wenn man dem Anführer den Master Orb entreißt. Anscheinend gibt es eine riesige Belohnung, wenn man alle Master Orbs gesammelt hat. Eine riesige Belohnung? Weißt du, was es sein wird? Das ist wohl geheim, aber es gab schon einen großen Tumult darum. Verstehe. Da fällt mir gerade ein, Klein sagte auch, dass er angesprochen wurde. Sakuya gibt, dass General Eugene sich sehr für die Salamander einsetzt. Und dies ist zwar nur ein Gerücht, aber es scheint noch einen Master Orb zu geben. Noch einen? Was willst du damit sagen? Es gibt 9 Rassen in ALO. Jeder Anführer hat einen Master Orb, also sind es 9. Aber laut Sakuya gibt es angeblich einen 10. Bedeutet das etwa, dass eine neue Rasse dazukommt? Das klingt ziemlich unwahrscheinlich. Vielleicht ist es irgendeine Questbelohnung, aber das ist noch nicht klar. Ahsoka. Ich bin schon etwas neugierig, was es mit dem geheimen Orb und der Belohnung auf sich hat. Aber ich verzichte trotzdem bei einem Rassen-Event. Müssten wir uns auch untereinander kämpfen. Genau deswegen habe ich auch abgelehnt. Asna hat auch abgesagt, während das Event läuft, können wir es ja entspannt angehen lassen. Stimmt. Wenn alle im Kampf involviert sind, sind die Dungeons sicherlich leer. Na dann, jetzt können wir ja. Ach, Moment! Es ist ja noch niemand da. Stimmt, vielleicht haben alle viel zu tun. Dann lass uns zu zweit ein wenig herumlaufen. Okay. Es ist schon eine lange her, dass wir nur zu zweit Zeit verbracht haben. Liefer! Der ist dort gelaufen, Liefer. Okay. So, jetzt haben wir all diese Horden besiegt. Die nächste Horde ist nicht in Sicht. Ich glaube, wir haben nun alle erledigt.
Wir waren ziemlich schnell. Ich glaube, hier ist erstmal Ruhe. Sollen wir weiterziehen? Ah. Ich denke schon. Die anderen sind auch noch nicht da. Warte. Was sind das denn für welche Viecher? Was war das? Sind da Leute? Vielleicht werden sie von Monstern angegriffen. Lass uns schnell helfen, Liefer. Okay. Wir folgen uns ja überall hin. Es werden auch immer mehr. Dann müssen wir eben kämpfen. Ja, das müssen wir wohl. Kirito, da vorne! Ja, ich sehe sie. Das sind ziemlich viele Monster. Vielleicht ist es ein Anfänger panisch herumgerannt und hat sie alle angelockt. Also, schnell! Mist, mir egal, wie viele man erledigt, es nimmt einfach kein Ende. Shinonon, komm! Komm, wir müssen hier weg. Nein, wir sind umzingelt. Wenn jetzt die anderen bloß da wären. Aha! Was? Ja? Sind das Verbündete? Seid ihr in Ordnung? Ja, vielen Dank, ihr habt uns gerettet. Yokatta. Ein Glück. Hä? Arigato na. Ich bin Alfen und das ist Shinone. Nando. Hey Shinone, was ist los? Was machst du denn für ein Gesicht? Alfe. Komm mal kurz her. Doukashita ka? Was? Es ist sehr unhöflich, unsere Retter nicht zu begrüßen. Machinasai. Alfen, findest du es nicht auch, dass die beiden merkwürdig sind? So. Merkwürdig? Sie sehen zwar aus wie Menschen, haben aber spitze Ohren und sehen auch nicht aus wie Rina oder Dana. So. Jetzt, wo du es sagst, aber das heißt doch nicht, dass... Wir haben uns in Lords zum Feind gemacht. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Ja. Nein, ich glaube ihnen. Was? Sion. Die beiden haben uns geholfen. Wenn sie Untergebene von Lords wären, würden sie sowas nicht tun. Außerdem möchte ich den Leuten glauben, die uns geholfen haben. Meine Güte, schon verstanden. Aber bleib trotzdem wachsam. Was ist wohl passiert? Vielleicht haben sie uns gegenüber doch misstrauisch. Na. Liefer, findest du die beiden nicht auch ein wenig komisch? Hä? Komisch? Echt? Oh. Wenn sie ein Spieler von ALO sind, müssten sie doch eine der neuen Rassen gewählt haben, oder? Wenn dem nicht so ist, welche Rasse gehören die beiden dann an? So da ne. Ah, stimmt. Sie sehen zwar aus wie Spieler, aber ähneln keiner der Rassen in ALO. Also sind das NPCs? Das dachte ich zuerst auch, aber ihre Verhaltensweise ist sehr menschlich. Ja, ihre Reaktionen deuten nicht auf eine KI hin, aber trotzdem. Demo. Man weiß nicht, aber ich denke nicht, dass es schlechte Menschen sind. So, dann, Ja, ich glaube das auch nicht. Wir sollten uns erst einmal unterhalten. Entschuldigt die Unterbrechung nochmals. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja. Keine Ursache. Eure Namen sind Alfen und Shimonen, richtig?
ich bin Kirito und das hier ist Lifa. Ich bin Lifa, freut mich, euch kennenzulernen. Freut mich ebenfalls. Ich habe da eine Frage. Wo sind wir hier gelandet? Sind wir irgendwo in Menakia? Menakia? Von so einem Ort habe ich noch nie gehört. Das ist der alte Wald des Siphons-Territoriums. Der Weltenbaum ist hinter dem Lurun-Korridor. Siphon? Weltenbaum? Ich habe beides noch nie gehört. Ist das Dungeons-Alphen? Ja. Nein, ich habe diese Wörter auch noch... Ich kenne diese Wörter auch nicht. Offenbar sind wir an einem unbekannten Ort gelandet. Habt ihr euch vielleicht aus einer anderen Welt angelockt? Vielleicht hilft es, sich einmal auszuloggen. Ausloggen? Ist das eine Astralarte? Nein, von so einer Astralarte habe ich zumindest noch nie gehört. Irgendwas stimmt hier wohl ganz offenbar nicht. Alphen, lass uns ein wenig austauschen. Vielleicht verstehen wir dann die Umstände etwas besser. Igor. Shimon, dürfte ich kurz? So, ne? Wir haben keine Wahl. So kommen wir schließlich nicht weiter. Wakatta. Also fangen wir an. Wir wollten die Lords besiegen und dann die Master Course. Verstehe, aus einer anderen Welt seid ihr also hergekommen. Genau, wir haben den Auftrag, die Lords zu besiegen. Wenn wir nun in einer komplett anderen Welt gelandet sind, müssen wir so schnell wie möglich zurück. Kirito. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir nach Hause kommen, Kirito? Moment, fällt mir da nichts ein. Verstehe. Aber wir werden euch helfen, damit ihr so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Stimmt's, Kirito? Ja, selbstverständlich. Lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen. Danke, Kirito. Was war das gerade? Beteiligung auf der menschlichen Seite akzeptiert. Auf der menschlichen Seite? Was? Was war das? Sugu, wie siehst du denn aus? Alles in Ordnung, Kirito? Das ist ja ein Wolf auf deiner Schulter. Das ist die Kleidung von Lore. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, dass Kiritos Stimme wie die von Lore klingt. Und du hast Rinavels Kleidung an. Rinavel, ist das eine Freundin von euch? So. Lore und Rinavel sind sozusagen Freunde, mit denen wir zusammen unterwegs waren. Natürlich sind das Freunde. Sie haben doch zusammen mit uns gekämpft. Aber wieso ist unsere Ausrüstung... Hat es wohl etwas mit der Systemstimme von eben zu tun? Oh, eine Nachricht von Asna. Ich glaube, wir sollten uns alle einmal braten. Na. Alphen, dürften wir uns einmal mit unseren Freunden braten? Sie werden uns bestimmt helfen. Wakatta. Deinen Freunden vertraue ich, nicht wahr, Shinmone? Das scheint für uns die sicherste Lösung zu sein. Wir haben ja keine andere Wahl. Asna. Ich bin zurück. Willkommen zurück, Kirito. Oh Gott. Bist du es wirklich, Kirito?
Das scheint doch ziemlich erschreckend zu sein. Um ehrlich zu sein, bin ich auch betroffen. Papa, du hast ja ganz spezielle Ausrüstung. Ist irgendwas passiert? Ja, und zwar... Verstehe, das ist also passiert. Dann müssen wir Alfen und Shimone sein. Ich bin Asna. Ah. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Freut mich ebenfalls. Na. Und Yui, weißt du, was das bedeutet? Wenn ich mir eure Geschichte und Papas Systemnachrichten so anhöre, dann glaube ich, dass ihnen die IDs der NPCs in diesem Event zugewiesen wurde, als sie zur I.O. kam. Ne? Redest du von dem Rassenkampf-Event? Hi. Genau, die beiden sind keine Rassen von I.O., weshalb sie als menschliche NPCs angemeldet wurden. So. Stimmt, Alpha Helm in ALO ist das ganze Land der Elfen. Ganze Land der Elfen. Menschen gibt es nur in Midgard. Moment mal, ist dann der 10. Master Orb vielleicht? Oh. Ja, das kann sein, dass den Alfen und Shimome besitzen. Nee. Master Orb? Ich habe gelegentlich einen Master Core. Oh. Das muss er sein. Eigentlich sollte ein menschlicher NPC mit dem Master Orb auftauchen. Aber aus irgendeinem Grund sind Alpha und Shimome mit dem Master Core als Menschen erschienen. Das würde Sinn ergeben, oder? Hi. Aktuell scheint dies wahrscheinlichste Erklärung dafür zu sein. Entschuldigt, ich bin noch etwas verwirrt. Wisst ihr denn nun, wie wir wieder zurückkommen? Wenn es so ist, wie Yui gesagt hat, gibt es da vielleicht eine Lösung. Lifa, du sagtest doch, man bekommt eine besondere Belohnung, wenn man die 10 Orbs gesammelt hat, oder? Ja, das sagte Sakuya zumindest. Ah, stimmt! Die geheime Belohnung ist vielleicht... dass sie wieder zurück in ihre Welt zurückkehren können, oder? So ist ne? Zwei Menschen suchen ihren Weg nach Hause aus dem Land der Elfen. Das klingt sehr nach einer Quest. Also kommt ihr vielleicht wieder nach Hause, wenn wir alle Master Orbs der Anführer sammeln. Wakata. Master Orbs? Also davon sollen wir insgesamt 9 sammeln. Ich denke, wir müssen da auch, wenn wir dafür kämpfen müssen. So, ne? Genau. Wir sind bisher immer so herumgereist. Danke, Kirito. Jetzt habe ich endlich ein wenig Hoffnung. Wir helfen euch, bis ihr wieder zurück könnt. Schließlich haben wir unsere Teilnahme bestätigt. Natürlich ich auch. Danke, ihr beiden. Darf ich auch mithelfen, auch wenn ich noch nicht so aussehe? Shinon und Lies und Silica würden uns sicher auch helfen. Yes. Dann lass uns alle anderen einweihen. Da vorne. Yes. Gut, der ist erwischt. Überlasst mir den Rest. Gute Teamarbeit. Ihr scheint auch schon die Kämpfe von Al gewöhnt zu haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr das erste Mal in ALO seid. Shimome hat den Gegner vom Himmel geholt und Alphen hat ihn dann den Rest gegeben. Ihr kämpft schon so lange zusammen, dass ihr perfekt miteinander harmoniert. Danke, ich bin auch schon eine Weile mit Shimome zusammen unterwegs. Stimmt.
Benutzt du ein Gewehr? Was für eine interessante Waffe. Leider kann nur ich mit dieser Waffe umgehen. Sie funktioniert mit Astralkraft. Verstehe. Sie schießt also quasi mit Magie. Oh, Shimome, du hast ein Blatt im Haar. Halt still. Nicht anfassen. Was? Tut mir leid. Nein, so meinte ich das nicht. Shimome hat einen Dornenfluch, der jeder, der sie berührt, Schmerzen zufügt. Mensch, Alvin! Diese Leute sollten zumindest davon wissen. Schließlich helfen sie uns. Ja, stimmt, okay. Du bist also verflucht? Gibt es denn eine Möglichkeit, den Fluch loszuwerden? Und ich spüre von Natur aus keinen Schmerz, egal wie sehr ich mich auch verletze oder verbrenne. Du spürst keinen Schmerz? Ich fand deinen Kampfstil in der Tat ziemlich angriffslustig. Das bedeutet, dass nur Alvin und Shimome berühren kann? Ja. Ich spüre keinen Schmerz, wenn ich Shimome berühre. Dann seid ihr also unverzichtbare Partner. Wir sind bloß zusammen unterwegs, weil wir das gleiche Ziel verfolgen, mehr nicht. So, dann. Trotzdem bin ich froh, dass ich keinen Schmerz spüre, denn so kann ich Shimome helfen. Aber ihr harmoniert wirklich gut miteinander. So wird es sicher kein Problem, die Orb zu sammeln. Ja, danke. Wir schaffen es sicher wieder nach Hause, Shimome. Ja. So, das Abendessen ist bereit. Endlich! Und wir dürfen wirklich mit euch mitessen? Natürlich, wir haben auch eine Portion für dich und Alvin. Schlag zu! Dann nehmen wir das Angebot gerne an. Vielen Dank, Asna. Gern geschehen. Danke, Asna. Und wie schmeckt's? Lecker. Es ist richtig lecker, Asna. Das freut mich. Ich habe ganz viel gekocht. Nehmt euch also ruhig einen Nachschlag. Ja? Wirklich köstlich. Asna ist eine gute Köchin. Ich würde das Essen am liebsten auch mit den anderen teilen. So, ne? Kizira würde sicherlich die Rezepte wissen wollen. Diese Kizira kocht sie gerne? Ja. Sie ist meine Kochmeisterin. Kochmeisterin? Das ist ja erstaunlich. Dass es so eine bedeutsame Person gibt. Sie kann nicht nur kochen. Sie ist generell eine gute Hausfrau. Ich möchte von ihr lernen. Du wirst sicher schnell dazu lernen. Wenn man den Dreh raus hat, ist es auch gar nicht mehr so schwer. Danke. Shio. Was ist los, Shio? Bist du etwa schon satt? Nee. Hey, Kirito. Wieso seid ihr eigentlich so nett zu uns? Was? Ihr seid doch gerade im Krieg um diese Master Orbs, oder? Ihr kennt uns doch gar nicht und ihr habt trotzdem... So da. Ihr habt
Ihr habt doch in Schwierigkeiten gesteckt. Hä? Was? Ich lasse eben niemanden, der in Not ist, im Stich. Das ist alles. Deswegen steckt er seine Nase generell überall rein. Genau, er stürzt sich immer von sich aus in Schwierigkeiten. Aber er findet immer, für immer alles eine Lösung. Wir haben auch immer unseren Spaß. Arigato. Verstehe. Danke, Kirito. Und auch euch allen anderen. Dankt mir erst, wenn wir es geschafft haben, eure Heimkehr. Wenn ihr bei uns seid, werden wir es sicherlich schaffen. Ja. Ich bin Zurückliefer. Gibt es was Neues? Ja, die Master Orbs scheinen in den Händen von General Eugene, Sakuya und Alicia zu sein. Ich wusste es, dass die drei es sein werden würden. Und Rekon sagte, dass Sakuya einige Suchtrupps aufgestellt hat und auf der Suche nach etwas ist. Soka. Sie scheinen von Alfen und Shimome zu wissen. Wo sind die beiden? Sie sind mit Asta unterwegs. Sie wollten einen Probekampf mit fliegenden Gegnern machen. Yes. Okay, dann sollten wir sie einmal zurückrufen. Wir müssen uns nun eine Strategie überlegen. Verstehe, die Suche nach Alfen und Shimome hat begonnen. Sie sind beide stark genug geworden, um gegen die meisten Spieler zu gewinnen, aber gegen die Anführer wird es schwierig werden. Es werden zudem wahrscheinlich viele Gegner sein. Dann sollten wir sie zuerst angreifen. Wenn wir warten, sind wir im Nachteil. Ich stimme Shimome zu. Wir sollten es ausnutzen, dass sie noch nicht genug Informationen haben. Yes. Dann lasst uns direkt loslegen. Wo sind diese Gegner denn? Ja. Moment mal. Vielleicht gibt es jemanden, mit dem wir reden können. Bis dahin sollten wir nicht in die Offensive gehen, Lifa. Okay, wir sollten Sakuya kontaktieren. Ah. Ja, ich bitte darum. Vielleicht könnten Sakuya und Alicia ja... Danke, dass ihr gekommen seid, Sakuya und Alicia. Über eine Einladung von dir freue ich mich immer gern. Lass uns doch Freunde werden, damit du mich das nächste Mal direkt kontaktieren kannst. Finger weg, Sakuya! Ich sagte doch, dass du ihn nicht verführen sollst! Hey, wie wäre es, wenn du nicht Sakuya, sondern mich das nächste Mal kontaktierst? Wenn du mich brauchst, komme ich sofort, egal wohin. Nein, eigentlich wollte ich... könnt ihr mal etwas Abstand halten, ihr zwei? Kirito scheint sehr beliebt zu sein. Ja, wirklich sehr. Also, was willst du von uns? Geht es um die beiden da? Nee. Ich weiß schon ganz genau Bescheid, dass schon wieder ein Mädchen zu dir gekommen ist. Nein, Shimome und Alfen, es ist... Alfen und ich sind nur Reisegefährten. Wir haben einfach zufälligerweise das gleiche Ziel. Jedenfalls haben wir Alfen und Shimome erst vor wenigen Tagen kennengelernt. Deine Klamotten haben auch etwas damit zu tun, oder? Das müssen doch diese Menschen sein, die in den
die in Alfenheim eigentlich nicht gibt, oder? Yabari. Du weißt also davon? Ich bin schließlich die Anführerin. Solche Informationen kommen natürlich bei mir an. Du weißt... Das weiß sie auch erst seit kurzem. Ja. Wenn ihr schon Bescheid wisst, rede ich nicht viel um den heißen Brei herum. Und zwar... So, das klingt alles recht abwegig. Aber wenn du das sagst, will ich dir mal glauben. Okay, Kirito? Wir würden zwar gerne helfen, damit ihr wieder in eure Welt zurück könnt. Wirklich? Danke, ihr beiden. Aber so einfach ist es leider nicht. Was? Die Master Orbs bekommt man nur, wenn man einen Anführer besiegt. Ich kann sie euch nicht überreichen. Ist das so? Und absichtlich sie zu verlieren, obwohl alle auf den Sieg der Catswiff hinarbeiten? Verstehe, jeder kämpft ja voll und ganz für seine eigene Rasse. Also sollen wir euch aus einer Kraft besiegen, wenn wir die Master Cores haben wollen, richtig? Du kapierst schnell, so ist es, Kirito. Ich möchte gar nicht gegen dich kämpfen. Was für ein trauriges Schicksal. Na gut, dann werde ich mich mit aller Kraft mit Alfenor und Shimome kämpfen. Kirito. Bist du sicher, Kirito? Die beiden sind doch... Ah. Ja, Alfen. Ich hab doch gesagt, dass ich euch begleite, bis ihr nach Hause kommt. Ich auch. Sakuya und ich sind zwar beide Silfen, aber wir stehen auf eurer Seite. Arigato. Danke, Kirito. Na dann, auf geht's. Yukuto. Wir werden keine Rücksicht nehmen, Kirito. Das klingt ganz nach dir. Nicht schlecht. Ihr unbekannten Menschen, unsere Master Orbs gehören nun euch. Entschuldigt, danke. Die Verbleibenden hat General Eugene. Er hat sicherlich auch schon von euch gehört. General Eugene ist aber nicht so wie wir. Wenn nötig, wird er euch in Überzahl angreifen. Ja, das weiß ich. Deshalb werden wir von unserer Seite aus den Angriff beginnen. Ach so, dann wünsche ich euch allen viel Glück für eure sichere Rückkehr. Viel Erfolg! Danke. Dann lasst uns zu General Eugene gehen. Seid ihr bereit? Ja, auf geht's. Ich bin auch bereit. Wir müssen uns beeilen. Da sind sie! Attacke! Mist, wir wurden gesehen, Kirito. Es kommt eine Horde auf uns zu. Sie haben eine hartnäckige Verteidigung als gedacht. Haben sie uns etwa durchschaut? So kommen wir nicht bis zum Anführer durch. Kirito, Alpha in China und überlasst uns das hier. Was? Wir werden uns einen Weg bahnen. Ihr geht in der Zeit zu General Eugene. Aber dann seid ihr doch...
Keine Sorge, wir werden nicht zu schnell erledigt. Schließlich können wir auch kämpfen. Also geht voran, damit ihr wieder in eure Welt zurückkehren könnt. Okay, wir werden alles tun, damit eure Taten nicht umsonst gewesen sind. Los, gehen wir, Alfen. Okay, ich danke euch allen. Kirito, Lifa, kümmert euch um die beiden gut, um Shion und Alfen. Werden wir. Wir werden General Eugene auf jeden Fall besiegen. Wen haben wir denn da? Der Krieger, der mich einst besiegte. Und das sind die Menschen. Sie scheinen keine NPCs zu sein. Die beiden sind auch... Die beiden sind auch der Grund, warum du so angezogen bist, nicht wahr? Ja, genau so ist es. Ich bin ein Verbündeter dieser beiden Menschen. Du würdest uns nicht deinen Master Orb einfach so überreichen, oder? Was für eine dumme Frage. Hätte ja sein können. Mein Name ist Eugene. Wenn ihr meinen Master Orb haben wollt, müsst ihr mich besiegen. Ich bin Alpha. Ich habe zwar nichts gegen dich, aber... Für das, was wir tun, haben wir weder... Für das, was wir zu tun haben, werden wir dir den Master Core entreißen. Seine Waffe ist durch mein Schwert durchgeglitten. Spüre die Kraft des Dämonschwerts, Graham. Dann sollte ich aber... Was zum... Du gibst dich nicht so einfach hin. Leider spüre ich absolut keinen Schmerz. Los, Shimo, halte ihn auf. Schon klar, nimm das. Nicht schlecht, ihr Menschen. Kann ich nur zurückgeben. Nun gehört der Master Orb euch. Nehmt ihn. Jetzt habe ich schon zweimal gegen dich verloren. Kirito, ein drittes Mal wird es nicht passieren. Ich bin jederzeit bereit für ein Duell. Ha. Und jetzt verzieht euch. Jetzt haben wir alle Orbs zusammen. Aber wie kommen wir zurück? Es scheint sich nichts Großartiges verändert zu haben. Vielleicht müssen wir dorthin gehen, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Wenn man zurückgehen will, muss man sicherlich von dort zurückgehen, wo man angekommen ist. Lifa hat recht. Auf geht's! Das müsste doch irgendwo hier gewesen sein. Hä? Was ist das für ein Licht? Shimome, alles in Ordnung? Ja, ich habe zumindest keine Schmerzen. Reagieren etwa die Master Orbs? Die Menschengruppe hatte alle Master Orbs ergattert. Die Teilnahme der Menschengruppe erhaltet eine Belohnung.
Menschliche Charaktere kehren durch das offene Tor nach Midgard zurück. Anscheinend hattest du recht. Wir können also zurück in unsere Welt zurückkehren? Wir haben es geschafft, Shimome. Kirito, Lifa, wir haben euch viel zu verdanken. Wie können wir uns bloß bei euch bedanken? Es war ja nicht nur wir. Asuna, Shinon, Lee, Silica und Yui haben uns auch dabei geholfen. So, ne? Richtet bitte auch ihnen aus, dass wir uns von tiefstem Herzen bedanken. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Kirito. Also dann, Kirito. Ich hoffe, dass wir uns irgendwo wiedersehen werden. Bestimmt werden wir das. Ich habe das Gefühl. Ja, ganz sicher. Auf Wiedersehen, Kirito und Lifa. Vielen Dank. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Oh, ich glaube, sie sind jetzt wieder zu Hause. Es fühlt sich so an, als hätte ich dich schon lange nicht mehr in diesem Outfit gesehen. Schade, ich hatte mich gerade an diese Kleidung gewöhnt. Von mir aus hätten wir beide das Spezialoutfit noch länger anhaben können. Was mochtest du dieses Outfit? Dann können wir bestimmt in irgendeinem Laden... Nein, so meinte ich das doch nicht. Naja, egal. Lass uns zurück zu den anderen gehen. Stimmt, wir sollten Alphens und Shimomes Dank ausrichten.